Heulen die eine Gerste in der Mitte stehen geblieben durch den Hammer oder was? Glaubst du aber selber nicht? I mean, really? Ich bin hier schon wieder am Hadern. Am Hadern. Immer diese Hader. Was würde denn nur Drachenlord dazu sagen? Ich weiß nicht, was der Etzalat dazu sagen würde. Gute Frage. Hä, wieso ist denn... Ach, ich hab hier mich auch verbaut. Das ist alles unsymmetrisch. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Es ist bei beiden gerade. Es sind beide Baumenschen am komplett eskalieren. Ja. Das ist eine super, super Voraussetzung oder beziehungsweise ein super gutes Omen dafür, dass wir ja eigentlich mittelfristig auch ein bisschen Minecraft-Content bringen wollen. Wo das Bauen ja noch deutlich, deutlich mehr im Vordergrund stehen wird. Ja. Ich wünsche euch da jetzt schon mal ganz viel Kraft dafür. Vielleicht haben wir dich ja heimlich eingeplant, Kevin, du weißt es nur noch nicht. Auf gar keinen Fall. Ich sehe da jetzt nicht, wieso du da ablehnen könntest. Weil ich es kann. Nee. Schauen wir mal. So, jetzt habe ich jetzt noch so eine kleine offene Ecke, aber das ist mir erstmal egal. Egal! Ah, ja, genau. So, was ich da oben mache, weiß ich auch noch nicht so genau. Und da haben wir doch noch mal ein bisschen was hier. Da sind wir noch mal frei. Nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Einmal geht noch. Dann hole ich mir einen Kultivator ran. Und dann bauen wir noch ein bisschen Gerste an hier. Die ist das. Nee, das funktioniert so auch nicht. Oh mein Gott. Dach bauen. Ah, lass mal ein Dach bauen. Haben sie gesagt. Entspannter Baustream, haben sie gesagt. Nehmen wir uns heute mal ein bisschen zurück, haben sie gesagt. Machen wir einen ruhigen. Haben sie gesagt. Aber basically hast du das gesagt alles, also. Ja. Es war anfangs ja auch Konsens. Ich weiß nicht, Sanguini, gibt es dich auch in echt? Oder ist das nur eine urbane Legende, die man sich erzählt? Gibt es jemanden, der dich schon mal gesehen hat? Mann! Bleib doch mal hier oben drauf, Junge. Gib mir einen Sack. Das funktioniert so auch nicht. Ah, ich glaube, das wird so nicht passen. Naja, gut. So, vielleicht. Oh Mann, also das, die Statik hier wird nochmal ein richtig, richtig fieses Problem werden, glaube ich. Hier ist schon wieder alles knallerot. Da fehlen noch zwei Dachteile, um da effektiv was zu bauen. Und es gab zumindest einen Moment, da war ich echt guter Dinge. Das stimmt, manche Leute im Internet sind fake, das stimmt. Sind, ja, also... Du bist fake. Ja, Matze ist auf jeden Fall echt, weil, Nee, du bist fake. Glaube nicht, ich glaube, das ist ein Deepfake. Die Frage ist, sind Benny und Kevin eigentlich echt? Bist du Manuel Neu. Ich bin kompletter Fake. It's John Cena! Den habe ich noch nicht in irgendeinem Trailer gesehen. Macht doch wieder mal irgendeinen Actionfilm. Mhm. Hab aber leider vergessen, wie er heißt. Ich kann es nicht sagen. So ein D-Klasse-Actionfilm, den keiner sehen will. Weiß ich nicht. Ist doch immer so. Also, weiß nicht, welche Klasse der Actionfilm hatte, aber das war das halt, wo ich, der Kontext, wo ich ihn sah.
Weißt du, so C- bis D-Klasse Actionfilme. Wenn du gute Action-Schauspieler sehen willst, die aus dem Bereich kommen, musst du dir The Rock angucken. To be honest. Der kann es. Ich dachte, Leute, das, nee, ich finde ihn nicht schlecht, aber der hat sich auch für so ziemlich jeden Film hergegeben, kann es sein? Ja, gut, ne? Also ich kann die Echtheit von Sanguini confirm, so viel sei gesagt. Die von kann Kevin er ja nicht. Machen. War jetzt auch keine Kritik, aber... Ja, es hat viele Filme, das ist richtig, ne? Also so ein Allerweltsschauspieler mittlerweile. Stimmt schon. Wenn man das so sagen kann. Gott, was habe ich mir damit nur angelacht hier? Dem Kultivieren. Ja, es ist tatsächlich nicht unbedingt gerade eine angenehme Aufgabe, wenn du so ein riesiges Feld hast. Nee, das ist eine sehr repetitive Aufgabe. Aber sie muss gemacht werden. Oh, das ist zu nah dran. Naja, dann wird's halt vergehen. Ist doch mir egal. Mein allererstes. Das stimmt. Die mit Facecam sind immer fake. Die große Frage ist ja, wer von uns hier würde den Turing-Test bestehen? Wahrscheinlich keiner. Was für ein Test? Den Turing-Test. Was soll das sein? Dem du herausfindest, ob dein Gegenüber ein Mensch ist oder eine künstliche Intelligenz. Aha. Wie geht der? Du hast im Endeffekt eine reale Person. Und die führt quasi Gespräche mit einem echten Mensch und mit einer Maschine. Und wenn die Person am Ende des Tests nicht sagen kann, was von beiden die Maschine ist und was der Mensch ist, dann hat die Maschine den Turing-Test bestanden. Was für ein Bullshit. Nee, ist eigentlich ein sehr anerkannter Test und überhaupt kein Bullshit. Also, ich weiß nicht. Kann man das dann? Kann man das so einfach erkennen, was eine Maschine ist? Bei vielen Maschinen tatsächlich schon, weil sie eben zum Beispiel kontextsensitive Fragen nicht gut beantworten können. Also wenn du eine Frage stellst, keine Ahnung, welches Restaurant ist hier in der Nähe, dann sagt dir die Maschine und der Mensch möglicherweise das Gleiche. Aber wenn du dann fragst, wie lange hat es geöffnet? Dann kann dir der Mensch kontextuell sagen, dass es immer noch um das Restaurant geht, aber eine Maschine hat da schon Probleme. Das Problem ist mittlerweile, also dieses spezifische Problem ist mittlerweile zum Beispiel von Google und Amazon relativ gut gelöst. Die können das bis zu einem gewissen Grad, also Alexa und Home. Ich weiß nicht, wie es bei Siri ist. Aber es gibt halt auch noch so ein paar andere Sachen, also so ein paar so bestimmte Fragen, mit der du eine Maschine ins Struggeln bringst. Das muss so. Gott, ich habe was kaputt gemacht. Das war ich nicht. Nee, es war vorher schon so. Ja. Dieses Dach, alles, ne? Das ist... Godfather of annoying shit hier. Schön, dass es dir so viel Spaß macht. Das nächste Mal bauen wir was Leichteres. Du weißt schon, dass alle geplanten Bauprojekte noch schwerer sind als das, was jetzt da ist, ne? Ja, dann kriegen sie kein Dach. Okay. Ich glaub nicht, dass das so funktioniert, aber ja. Genau so machen wir's. Ich krieg wirklich noch einen Dachschaden, da habt ihr völlig recht. Und Alan Turing ist jetzt auf dem Englandschein, also auf einem Pfundschein, habe ich jetzt so rausgelesen. Das wäre auf jeden Fall überfällig. Warum? Ist das ein toller Mensch? Er hat ziemlich viel für die moderne Informatik geleistet. Er hat dafür vor allem ziemlich wenig Anerkennung bekommen. Hauptsächlich
Hauptsächlich, weil er schwul war. Frage ist, braucht man denn wirklich Anerkennung? Was zu dieser Zeit? Nee, das nicht, aber es wäre gut gewesen, wenn er sich aufgrund der Repressalien nicht umgebracht hätte. Achso, ich kenne den überhaupt nicht. Keine Ahnung, ja, wer das also ist. Wenn euch das Thema tatsächlich interessiert, dann kann ich euch den Film Imitation Game ans Herz legen. Der war wirklich gut. Da geht es darum, wie Alan Turing eine Maschine gebaut hat im Zweiten Weltkrieg, um die deutsche Enigma zu entschlüsseln. Mit Benedict Cumberbatch. Ah. Gurkenflicken. Und war es Natalie Portman? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer noch mitgespielt hat. Nein! Du kannst in die Mühlen aber auch viel Gerste reindonnern, holy shit. Insane. Kevin ist der Gerstendonnerer. Oh, da kracht schon mein Dach zusammen, ich hab's kommen sehen. Der Gerstendonner, Kevin. Oh, das ging ja mal voll in die Hose, ja. Aber wir sind ganz gut aufgestellt, also. Sieht gut aus. Ich hab nur den Eindruck, wir haben viel zu viel Schwarzmetall, jetzt werden gar nicht so viel gebraucht. Ja, gut, ach, naja, das wird schon mal, glaube ich, nicht wirklich aktiv gefarmt, oder? Ne, aktiv gefarmt haben wir es nicht, das stimmt wohl. Es war einfach da. Sonst verkaufen wir es einfach auf dem Schwarzmarkt. Ach Gott. War nicht gut. Naja, ging so, ne? War schon besser gesehen. Ist halt auch guter Anti heute. Ja. Nö, eigentlich nicht. Anti-Kevin. Wo geht das jetzt? Nee. Sterben wir jetzt daran? We will die all together. Ja, weil dann hätte ich tatsächlich das relativ rudimentär gelöst, aber... Dem Dach gelöst und dann das. Rudimentär gelöst. Ja, das habe ich gesagt. Danke, dass du mich wiederholt hast. Ich finde manchmal die. Das ist wie wenn Wortwahl du weniges Kakaopulver in kalte Milch gibst, dann wird das auch nur rudimentär gelöst. Ja, nee, ich finde nur manchmal die Wortwahl hier im Stream bei uns echt erbaulich. Ja, also. Wir sind ja auch Intellektuelle. Er hat Leck gesagt. Ich merk das. Matze? Nee, du beschwerst dich über das Dach, Junge. Nee, du sollst zur Kaminabnahme kommen. Oh, Kaminabnahme, Alter, ich bin sowas von auf dem Weg. Mach die Tür auf. Kamin! Geil! Hab ich noch was für meine Stamina? Ich muss durchsprinten, scheiße. Scheiße, das Dach haut noch nicht hundertprozentig hin, aber das fixe ich noch. Ach, Dachschmack ist, sag ich immer. Wo ist der Kamin? Oh, schönes Ding. Schönes Ding. Matze geht dann ab. Was? Könnte noch ein bisschen bessere Abluft vertragen. Ja, vielleicht so ein Rauchabzug oben drüber. Das wäre natürlich richtig. Naja, ich konnte hier das oben halt nicht. Dieses Dreieck konnte ich nicht lösen. Es hat irgendwie was. Also der Rauch zieht jetzt dummerweise nicht in die offene Dachregion, das ist das Problem. Das müsste man noch ein bisschen... Aber man kann hier unten trotzdem noch atmen, ne? Ja, man stirbt zumindest nicht, also... Ja, ich hab's auch versucht, irgendwie in den Raum zu integrieren, aber das ist auch wieder... Na, ist schwierig. Aber du bist immerhin schon so weit, dass du Kamine bauen kannst, ne? Ich habe immer noch kein richtiges Dach hier. Du hast noch ein paar Lücken im Dach. Ja, ich habe eine Lücke im Dach und die habe ich gerade erst neu reingemacht. Nee, es sind ein paar Lücken, nicht eine. Welche? Das ist der Rauchabzug, Mann. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich das Dach hier so gut finde. Das muss so sein und das liegt definitiv nicht daran, dass ich keine Möglichkeit gefunden habe, das anders zuzumachen.
Das kann ich dir erklären, was das mit Minecraft zu tun hat. Das ist eine etwas längere Geschichte. Ne, so lange ist er eigentlich gar nicht, aber... Oh, hoppala! Wir haben auch mal Minecraft gestreamt, eines Dienstags, als Kevin gerade verhindert war und wir keinen Valheim streamen konnten. Und da haben wir so ein bisschen den Server-Rundgang gemacht. Wir haben einen kleinen Minecraft-Server bei uns. Haben wir einen kleinen Rundgang gemacht und es ist ziemlich schnell aufgefallen, dass ich bei Minecraft ein totales Faible für Kaminbauen habe. Also quasi jedes Gebäude, alles was ich baue, da kommt ein Kamin rein. Und genauso war es dann auch. Wir haben zusammen ein Iglu ein Stück weit gebaut. Und das erste, was wir in das Iglu reingebaut haben, war ein Kamin. Und daher kommt der, ich sag mal, Running Gag, dass ich Kamine gut finde. Wir hosten den Minecraft-Server auf dem gleichen Server wie den Valheim-Server hier, nämlich auf meinem kleinen privaten, krakeligen Popel-V-Server, den ich gemietet habe. Ganz kurzer Zwischeneinschub, warum wir so herzhaft gelacht haben, ist, dass Benny durchs Dach reingefallen ist und dran gestorben ist. Das habe ich dem Kontext schon so entnommen, ja. Ja, das war relativ suboptimal. Aber wenn Benny jetzt zu Hause ist, könnte man da schnell pennen gehen, oder? Ich kann auch wieder nach Hause gehen. Ich kann auch wieder nach Hause gehen. Sehr gut. Ja, genau, das Iglu mit dem tollen Wasseraufzug. Da habe ich das erste Mal in Minecraft einen Wasseraufzug gebaut und war mega stolz auf mich. Hä? Wieso ist denn das Schild hier? Hä? August, hallo. Wieso ist denn das Schild hier runtergedonnert? Wieso kann ich es nicht mehr attachen? Ich muss morgen früh mal gucken, was da los ist. Oh, ich sehe meinen Eingang nicht. Hier. Nee, wir nutzen keine Website zum Hosten, gar nichts. Das ist tatsächlich alles selbst gehostet sozusagen. Also ich habe mir einen nur weil ich nass bin. Ja, du kannst nass nicht ins Bett, Kevin, es geht nicht. Ich habe mir quasi einen kleinen eigenen Server angemietet und hoste das darüber. Hat Vor- und Nachteile. Ah, jetzt hängt's wieder dran. Ach, komisch. Der Server ist ein bisschen laggy gerade. Naja. Ich werde übrigens sehr lachen. Ich habe mich gerade entschieden, dass ich die Hälfte meines Dachs nochmal abreiße. Vielleicht werde ich es auch nicht unbedingt heute bauen. Also heute fertig bauen, aber zumindest noch ein Stückchen. Mal gucken. Wir hatten tatsächlich für heute nur zwei Ziele, ne? Upgraden und bauen. Das ist richtig, aber ich weiß halt nicht, ob wir nochmal irgendwas Actionmäßiges reinbringen wollen oder ob wir vielleicht auch nochmal in den Sumpf wollen, ein bisschen Eisen farmen, ich habe keine Ahnung. Das könnt ihr auf jeden Fall jetzt gern kurz ausmachen, weil ich logge mich nochmal ganz kurz aus. Muss nochmal ganz schnell AFK. Und damit es euch nicht zu langweilig wird, würde ich jetzt doch mal den Kevin bitten, die Kevin Cam anzuschalten. Die kann ich ja dann einfach wieder ausmachen, wenn ich wieder zurück bin. Richtig. Ne? Dann gebe ich euch hier in Kevins fähige Hände. Ist doch Wahnsinn. Oh, und der Stream bei Kevin ist qualitativ gerade echt kartoffelig. Ne, es fängt sich gerade. Okay. Es fängt sich gerade. So, Kevin Cam ist an. Dann übergebe ich dir den Stream, lieber Kevin, und sage bis gleich. Was so rein? GG, plus plus. So. Jetzt ist wieder mal ein Profi am Werk hier. Was? Soll ich euch mal was verraten? Da ihr ja die Kevin Cam seht, seht ihr was Geheimes, was ich gemacht habe? Ich habe mir einen Loks-Umhang hergestellt. Nice. Ja, da von euch sich keiner sicher war, ob er einen sich herstellen soll oder nicht, dachte ich, mache ich mal Versuchskaninchen und stelle mir einfach einen her. Sieht aber gut aus, finde ich. Ich finde den nice irgendwie, weil ich weiß nicht, der Wolfsumhang hat irgendwie nicht mehr richtig gepasst. Der hat zu dem ganzen Setting nicht mehr richtig gepasst. Dann dachte ich mir so, das sieht komisch aus. Dachte ich mir so, probier's mal mit dem Loks-Umhang, der könnte sogar noch eher als der Leinen-Umhang passen.
Ich weiß nicht, also der Leinenumhang, da bin ich überhaupt nicht für bis jetzt. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich gut aussehen könnte. Jochen, ich wüsste August nicht, wie. Ist eigentlich gerade so verängstigt. Wer ist verängstigt? August ist immer verängstigt. Aber ja, wie gesagt, das Leinencape hat halt tatsächlich, wie Matze schon sagt, keine Vorteile. Naja. Von daher bin ich mit dem Lockenumhang. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob es wirklich gut aussieht, ob die Farben dann auch so gut rüberkommen. Brauchen wir mal noch ein kleines bisschen Silber dafür, wenn ihr auch einen machen wollt, aber. Erstmal noch nicht. Passt schon noch. Wir haben ja teilweise hier noch so random Stellen, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob wir die random Stellen einfach mal abbauen wollen, Benny. Also wir haben jetzt zwei Werkbänke auf der Map, die sind einfach random überdacht. Wollen wir das so lassen? Finden wir das cool? Ich weiß nicht, da würde ich mit auf Matze warten, weil es kann durchaus sein, dass es den Zusammenhang hat, weil durch Werkbänke spawnt ja nichts. Ach so. Dass es damit den Zusammenhang hat. Die sind aber schon von Anfang an überdacht, das weiß ich. Ach so. Weil ich weiß, wer die überdacht hat. Das war keiner von uns drei. Gut, wenn es Matze nicht war, dann können wir es abbauen. Dann erfüllen sie höchstwahrscheinlich nicht den Zweck, den ich gerade erwähnt hatte. Nee, ich glaube nicht. Es sei denn, im Nachhinein erfüllen sie den Zweck, aber jetzt ist es eh zu spät. Aber ich würde sie eher anders bauen dann in dem Falle. Ja. Und hier ist auch die Kiste, die ich vorhin mal angesprochen hatte. Wenn du mal hierher kommen. Mal gucken, was. Also hier sind Steine. Hier ist eine Wünschelrute. Ich bin mir nicht sicher, wie. Nie hingesetzt, ist. Ehrlich gesagt. Ich lasse erstmal stehen und. Ja. Irgendwie sind wir hier. Hab's abgebaut. Why? Okay. Hier, komm mal kurz her. Ja. Bitte. Ja, ich weiß jetzt nicht, wir können es einfach einsammeln. Ja, ja, klar. Wir einsortieren. Das warum wir es jetzt stehen lassen müssen. Nee, nee. TBH. Was ich noch so überlege, ob es sinnvoll wäre, irgendwann mal den Abhang da drüben irgendwie noch hier den da drüben irgendwas zu machen oder zumindest wieder aufzuforsten. Aufforsten wäre eine gute Idee, ja. Wenn wir da nicht noch irgendwas hinbauen wollen, ich würde erstmal vielleicht die Möglichkeit uns offen halten, da nochmal ein Gebäude zu bauen oder sowas. Naja, klar. Aber ich muss gerade so auf, also hier an der. Vielleicht so einen Wachposten oder so, weil die Brücke kann jetzt theoretischerweise von jedem begangen werden. Vielleicht, dass man Wachposten da auf die andere Seite. Was lustig ist, aber ich habe auf der Brücke noch nie irgendwelche Gegner gesehen. Ich weiß, es hat jetzt auch tatsächlich keinen Zweck, weil wenn, dann spawnen die Gegner sowieso einfach hier. Es wäre einfach nur lore-mäßig ganz gut. Ja, ja, klar. Da müssten wir auch nochmal eigentlich glaube ich, bräuchten wir eigentlich nochmal so einen Wachturm. Wir haben hier einen und da hinten einen. Höchstens beim Hafen. Oder unten dann an der Stirnseite beim Wasser könnten wir vielleicht einen Wachturm hinbauen. Ansonsten geht's eigentlich, ne, glaube ich. So zwei sind, denke ich, okay. Und irgendwann mal dann, ich schätze mal, Matze meinte, dass die Windmühlen hier hinten hinkommen, ne, bei der Farm. Also ich würde sie bei der Farm bauen, das passt eigentlich. Zumindest die Windmühlen. Die Spinnerei müssen wir neu aufziehen. Bin rein, muss man innerhalb auf den, aber die Windmühlen würde ich hier hinten mitbauen, weil wegen, ja. Hier hinten ist sowieso noch Platz. Wo bist du gerade gedanklich oder körperlich? Bei unserer Farm hier hinten. Achso, okay, dann bin ich noch nicht. Entweder das oder wir müssen uns auch vielleicht auch mal überlegen, was wir hier bei dem Abhang noch hinbauen. Oder ob wir das vielleicht auch aufforsten oder ein Feld machen. Weiß ich jetzt nicht. Hm. Aber ja, hier könnte es auch noch hinpassen. Also, ne, so hier. Ich würde vielleicht überlegen, das Haus hier irgendwie stehen zu lassen schon, weil es war ja vor uns da. Kann man machen, ja. Und hier unten da, wo es quasi dann der Übergang zum Wasser ist, würde ich noch einen Wachturm hinbauen. Da vielleicht, ne? Es ist halt noch so ein bisschen freies Stück so hier hinten. Freiwillig nicht unbedingt lassen, weil es ist. Das, irgendwie ist das Stück hier hinten ein bisschen außerhalb von unserem Einzugsgebiet. Ja, wir bauen halt auch. Was du denn hier?
Ah. Waren die halt auch irgendwie noch nie. Nee. Richtig. Das ist richtig. Ich muss sagen, durch die Bäume sieht die Insel schon deutlich besser aus. Das wertet es nochmal extrem auf, ja. Könnten sogar noch ein paar mehr Bäume hin, oder? I guess. Finde ich schon, ja. Könnte man machen. Ja. Immer noch machen bei Gelegenheit irgendwann mal. Aber wie gesagt, also ich finde auch die Bäume, die Matze hier ins Dorf gesetzt hat, die werfen das wirklich massiv auf. Das fällt gar nicht, also es ist gar nicht aufgefallen eigentlich, finde ich, dass die gefehlt haben oder dass man auch Bäume mal bräuchte, aber klar. Ne? Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mittlerweile so mit unserem Hemland. Es hat sich gemacht. Aufgezogen. Tatsächlich, es hat sich gemacht. Ja. Ich glaube, so viel wird hier auch nicht mehr hinzukommen. Also im Sinne von die Windmühlen da hinten noch, das Wirtshaus fertig, dein Steinmetz, ist der eigentlich jetzt fertig? Er dürfte fertig sein, bis auf den Kamin, den würde ich dann Matze überlassen. Ja, der Steinmetz. Ja, das Einzige, was dann noch ist, ist halt von Kamin baue ich. Großbauprojekt Hafen. Und dann sind wir eigentlich fast fertig schon. Ja, Hafen, Spinnerei... Naja, und Spieler, das noch. Fachgebäude würde ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Matze mitbekommen hat. Vermute ich nicht, aber auch noch nicht da. Ich habe euch zwar ein Ohr gehabt, ich habe aber nicht zugehört, ne? Achso, okay. Wir hatten überlegt, dass wir da hinten in der Ecke, also noch hinterm Wirtshaus, da einfach noch einen Wachturm oder so hinhauen. Weil es ja trotzdem noch. Machen. Weil es trotzdem noch ein bisschen außerhalb von unserem Einzugsgebiet ist. Da hinten sind wir nie gefühlt. Also wirklich nie. Das stimmt. Und das sieht irgendwie ein bisschen leer aus. Noch. Und da haben wir gedacht, da können wir da vielleicht noch so einen Wachturm mal irgendwann, wenn wir mal lustig sind, hinhauen. Sie schottert. Und wie gesagt, bei dem Übergang zur Brücke würde ich vielleicht auch so eine Art Wachhaus oder Zollhäuschen oder sowas hinsetzen. Hm. Wir haben so ein bisschen geguckt, was wir noch bauen wollen und so. Wie gesagt, Matze, ich würde dir jetzt bei dem Steinmetz noch den Kamin überlassen, wenn du magst, bei Gelegenheit. Ja, sehr gern. Ich würde auch fast sagen, wir lassen das Bauen jetzt erstmal Bauen sein und überlegen uns noch irgendwie was Cooles, oder? Nochmal ganz irgendwas, nochmal Schnickschnack kurz. Wie seht ihr das? Ja. Hatten wir jetzt genug Leinen eigentlich, weil da würde ich mir nochmal eine neue Rüstung herstellen. Du kannst dir erstmal alles herstellen, Benny. Ich habe immer noch 21 Leinen im Inventar, die packe ich mal noch weg. 200 in der... Ja, gut, das dürfte passen, ne? Lager. Eisen, wie gesagt, nicht, aber brauchst du tatsächlich... also ist genug da, um es zumindest herzustellen erstmal. Upgraden noch nicht, aber zum Herstellen reicht's. Ja, ne, das passt ja erstmal. Upgraden muss ich jetzt erstmal noch nicht. Das ist echt schön, dass Minecraft die Regeln der Physik ein bisschen laxer sind. Außer für Sand und Kies. Gebe ich dir recht. Da kann man viele coole Sachen bauen. Einen Hafen habe ich bei uns auf dem Server auch angefangen, aber leider zumindest bis jetzt noch nicht gefinished. Weiß auch nicht, ob das jemals noch dazu kommen wird. Wir warten auf jeden Fall auf den zweiten Teil des Cave and Cliffs Update, bevor wir irgendwas starten. Damit wir auch von den neuen Bergen profitieren, nicht nur von den neuen Höhlen. Oh, hier gibt es keinen Aufgang mehr, na gut. Ja, den habe ich bisher noch nicht geschafft. Oh, schöner Schuss. Komplette Legende. Wir dürfen auch wieder mit Akzent reden. Das ist natürlich einwandfrei. Da können wir einfach in alte Gewohnheiten zurückfallen. Das Problem ist, dass das Ganze ja auch auf YouTube kommt. Also das stimmt, daher. Ja. Und du verstehst im Ende wieder keiner. Dann müssen wir es am untertiteln. Ja, hallo YouTube. Oh!
Aber es ist doch gar nicht schlecht geworden, das Dach, muss ich sagen. Ganz kurzer Disclaimer. Das heutige Halbfinale zwischen Italien und Spanien ist in der Verlängerung. Ja, ich glaube, mit meiner... Das hab ich vollkommen vergessen. Meiner Torschuss-Theo oder meinem Tipp, wie viele Tore noch fallen, habe ich ein bisschen untertrieben. Wenn hier jedes Spiel in die Verlängerung und Elfmeterschießen geht. Naja, wo haben wir denn Leinen hingetan? Kevin, du hast ja schon mal was weggebracht. Ich habe es einfach in die Gerste- und Flachskisten mit reingetan. Und dies wo? Gleich bei der Küche, also bevor du in die Küche reingehst. Ach hier, okay, alles klar. Ich habe es erstmal damit reingetan, weil das ist am sinnvollsten, also, ne? Dachte ich, am logischsten. Okay, wir haben wirklich viel Leinen. Geil. Sag ich doch. Viel Leinen brauchen wir gar nicht. Also erstmal, vielleicht später mal wieder, aber erstmal nicht. Deswegen habe ich auch die ganzen Felder jetzt mit Gerste voll gekleistert. Ja, mein Interesse für Fußball hält sich auch mittlerweile in Grenzen. Früher war es mal ein bisschen anders, aber es ist... Also ich war noch nie so richtig krass Fußballfan. Das war bei Kevin und Benny immer ein bisschen anders. Aber ich habe mich zumindest so borderline dafür interessiert, aber mittlerweile ist es auch gar nicht mehr so. Es ist nur so, dass Kevin uns zu einem Tippspiel für die EM eingeladen hat. Just for the Lulz. Genau, just for the Lulz. Und da dachte ich, gut, können wir mal mitmachen. Und ich weiß nicht, wie der Punktestand jetzt ist. Ich habe ewig nicht mehr eingeguckt, aber zwischendurch... Du wirst haushoch gewinnen. Zwischendurch lag ich einfach so meilenweit vorne, weil ich einfach nur völlig, völlig random getippt habe. Ohne groß drüber nachzudenken. Und ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe vorige Woche mal reingeguckt. Da war ich mittlerweile von Platz 4 auf Platz 2 vor. Ach so, na immerhin. Er hat mich vorgekämpft. Der Trick ist einfach, keine Ahnung zu haben. Das Lustige ist, mit dem Europameister-Tipp sind wir alle gefailt. Also das ist egal. Ja, wieder ein Follower. Vielen Dank, Mackie Lels. Herzlich willkommen. Und wir wurden geratet. Hallo an alle, die dabei sind. Mensch, Wahnsinn. Moin, moin. Wir freuen uns riesig. An der Stelle vielen Dank an Skooli Lels. Echt mal. Für den Raid.